Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank, also einen Kühlschrank, der direkt auf 12 Volt läuft, direkt von der Batterie oder 24 Volt für einen Schrebergarten, eine Alphütte, ein Rustico. Und dieser Kühlschrank ist an sich ein Standardkühlschrank. Wir haben nicht wie beim Boot oder dem Wohnwagen einen Türverschluss, sondern einfach übers Magnet geschlossen. Wir haben Innenbeleuchtung, ein mechanischer, einfacher Thermostat und kein Tiefkühler, also ein reiner Kühlschrank. Die Daten habe ich hier im Katalog drin, Maße und so weiter. Das ist der neue Katalog für die Solarkühlgeräte. Den verlinke ich euch natürlich unten drin. Jetzt sagt ihr, ja gut, so einen Kühlschrank kriege ich beim, keine Ahnung wo, für 150 Franken und der braucht, dann kaufe ich mir irgendwie einen Wechselrichter und eine Batterie und das funktioniert auch. Und der kostet dann, ich sag mal, 700 Franken weniger. Wie ich das begründe, dass der so viel teurer ist. Wir haben eine 12-Volt-Maschine drin, wir fertigen in der Schweiz, wir haben teure Löhne, bla bla und so weiter. Aber das, um das geht es gar nicht. Sondern ihr braucht ja noch zu diesem Kühlschrank, dass der läuft, eine Batterie. Hier reden wir über eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie mit 5000 Zyklen. Also die wird euch wahrscheinlich überleben, je nachdem wie alt ihr seid. Die kostet nochmals 900. Dann brauche ich, den kann ich direkt anschließen, eine Sicherung dazwischen, also etwa 10 Franken Kleinmaterial. Dann brauche ich ein Kabel, das ist ein doppelisoliertes Kabel. Das kostet nochmals 10 Franken von der Batterie auf den Regler. Standard Solarregler, hier sind wir nochmals bei 50 Franken. Dann brauche ich ein Kabel vom Solarregler auf die Solarzellen, sind wir nochmals bei 22 Franken. Und ich brauche einen Splitter, der kostet nochmals 24 Franken. Und ich brauche zwei solcher Pedals. Es könnte auch mit einem gehen. Dann brauche ich aber zum Beispiel diesen Splitter nicht. Ich könnte einen kleineren Regler verwenden. Aber das ist dann relativ knapp. Nur wenn ihr sagt, ich habe nur ein Wochenendhäuschen, ich stelle den ab und brauche den nur am Wochenende, dann könnt ihr die ganze Woche laden und 5 Tage in der Woche den Kühlschrank betreiben. Das würde aufgehen. Aber meistens ist es so, wenn man dann sowas kauft, sowas investiert, dann brauche ich da mal noch Licht. Oder ich will dann noch die Kaffeemaschine betreiben, da komme ich nachher gerade dazu. Also brauche ich hier zwei so Panel, da sind wir bei 300, 400, da kostet die Solaranlage 1500 Franken mit der Batterie. Und da brauche ich noch so ein bisschen Aluminiumprofile, die kosten jetzt um die 32, 2 Meter, um die Panels zu montieren. Dann habe ich für 2500 Franken einen Kühlschrank, der ohne Strom funktioniert. Also der Strom aus der Steckdose ist günstiger. Nur, eben im Rustico oder im Schrebergarten habe ich nicht unbedingt Strom. Also geht es in die Richtung, dass ich sowas in der Richtung nehmen muss. Es gibt auch eine kleinere Version mit einer Kühlbox. Da habe ich dann nur 30 Liter. Das verlinke ich euch in der Endcard. Und jetzt kommt ja der sagt, ja gut, wenn ich schon investiere, dann nehme ich statt die Batterie hier noch so ein Wechselrichter dazu. Da sind wir nochmals bei 200-300 Franken. Da kann ich eine Batterie, eine Kaffeemaschine betreiben. Reicht eine Solaranlage? Eine Kaffeemaschine
ein Kaffee rauslassen braucht um die 2 Ampere Stunden. Oder statt der Batterie und dem Wechselrichter nehme ich so eine Batteriebox. Da habe ich alles drin. Da stecke ich hier den Solarregler ein, also mit dem Kabel. Ich habe hier Ausgänge für irgendwas, vielleicht ein Licht, wo ich anhänge und so weiter. Ich habe hier vorne den Zigarettenanzünder, USB-Stecker und ich habe innen drin einen Wechselrichter integriert und hier kann ich dann die Kaffeemaschine anschließen. Da habe ich so eine Blackbox. Wenn ihr sagt, ich hätte das alles gerne, ich möchte das vorkonvektioniert haben, das nur noch Plug and Play einstecken, Kühlschrank dran stecken, hier oben. Fragt uns an, redet mit uns, das ist überhaupt kein Problem. Da können wir das vorbereiten und ihr könnt eigentlich die Solaranlage aufbauen, ohne groß technische oder elektrotechnische Kenntnisse. Ja, das soll es gewesen sein von diesem WL191. Wir haben noch größere Schränke, doppelt so große. Aber hier mache ich ein Video über eine kleine Kühlbox, die nur ein Solarpanel braucht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.